Also, das ist die Geschichte von St. Magdalena im Fülnis. Man erzählt sich, dass ungefähr vor 700 Jahren, es war ein wunderbarer Sommertag, auf einmal haben sich die Wolken zusammengezogen und es ist ein unheimliches Gewitter über den Fülnesser Kofel, über die Wiesen und über die Wälder. Und es hat gehagelt und es hat geregnet und es hat unheimliche Schäden gemacht. Die Muren, die sind am tiefen Graben aufgerissen und sind rein und haben alles verwüstet, Ernte und Bäume und sogar ein paar Häuser verschüttet. Und das Gewitter hat aber leider eine gute Stunde gedauert und nachher hat sich wieder das Gewitter verzogen und es hat die Sonne gescheint. Und nach dem Gewitter haben sich die Leute wieder ausgetraut von ihren Häusern. Und die Obermesener Bäuerin, die in der Nähe auch da gewohnt hatte, ist halt auch ausgegangen in die Wiesen und hat geschaut, was das Unwetter für Schaden gemacht hat. Und ist so oben gegangen und da ist so ein Bichel und neben dem Bichel, da ist der Bachhain und hat alles, Geröll und Moore und alles aufgerissen. Das war das kleine Fupperbachel, das war eigentlich ein Wiesenbachel. Und das hat so einen großen Schaden angerichtet. Und wie sie halt da ganz entsetzt geschaut hat, was alles passiert ist, dann hat sie gesehen, in der Mure drinnen war ganz unversehrt eine Heiligenstatue. Und gehandelt hat es sich um die Magdalena, die Sünderin, aber keiner hat gewusst, woher die Figur kommt. Und dann ist die Bäuerin halt eingestiegen in die Mure und hat die Figur rausgetan. Und der hat gar nichts gefallen, sie war praktisch wie neu. Und dann hat man das natürlich dem Pfarrer erzählt und der hat gesagt, das ist ein Zeichen Gottes und ein Zeichen vom Himmel. Und zum Dank, dass keine Leute ums Leben gekommen sind bei den Gewittern und dass eigentlich außer Riesenschaden nichts passiert ist und Ernteverluste waren, hat man zum Dank das Magdalena-Kirchel am Berg erbaut. Und die heilige Magdalena, die ist heute noch in der Kirche drinnen, bei St. Magdalena am Berg in Hinterfülnis. Und da auf dem Bild, was ich gemalt habe, da sieht man den Hof von der Obermesnerin, ein schöner Bauernhof in Fülnis. Und die Wiesen, und da siehst du die Mure, die angerunnen ist über die Wiese, und die Sünderin, die Magdalena, die da drinnen in den Schoder liegt, die Bäuerin ist ganz entsetzt. Aber weil halt der Heiligen nichts passiert ist, hat man gedacht, hat der Pfarrer auch gemeint, es ist wie ein Wunder. Und da hat man eben am Bichel die Kirche gebaut. Und wenn heute Fülnis reinfährt, St. Magdalena am Berg in Hinterliesen, dann erkennt die Figur von der Sünderin Magdalena heute noch im linken Flügelaltar sehen. Und das ist die Geschichte von St. Magdalena in Fülnis.